Ja, heute wird's einmal so richtig geil, versprochen, denn heute geht es auch um das Wort geil. Das Wort geil hat eine wirklich bemerkenswerte Karriere in den letzten Jahrzehnten hingelegt. Es zählt zu den ganz großen Aufsteigern und Gewinnern der deutschen Sprache. Während wir in den 70er Jahren noch zu einer fetten Cremeschnitte geil gesagt haben oder vielleicht zur Schlagrolle von der Grazer Messe und dann später auch hinter vorgehaltener Hand und hinter vorgezogenem eisernen Vorhang auch noch Katharina Witt für geil fanden, ist heute wirklich alles geil. Geil wurde ein Allerweltsvokabel und dann passierte dem armen Geil das Schlimmste, was einem Wort passieren kann. Es hielt Einzug in den Marketing-Jargon und plötzlich lesen wir von geilen Nachhaltigkeitskonzepten, geilen PowerPoint-Präsentationen, geilen Excel-Sheets und vor allem, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, jedes Unternehmen dieser Welt produziert ausschließlich geilen Content. Wirklich geilen Content. Gemeint ist hoffentlich interessant oder spannend, das ist allerdings in den meisten Fällen gelogen. Und weil Fahrt zu ehrlich ist, verwenden alle das allerwelts phrasendrescherische Vokabel geil. Aber wirklich geil wird es am 9. Oktober in Berlin bei der OMCAP, denn dort rechne ich einmal so richtig ab mit dieser Content-Lüge, dem Geilheitswahn und der Diskreditierung der Normalität. Außer mir sprechen dort noch der Charlie, 50 Steaks, Graz, der Eric, 4Kids, Sigman und viele, viele andere. Ganz tolle Veranstaltung und ich verrate Ihnen heute exklusiv, wer der Überraschungs-Keynoter sein wird. Ich kann es nämlich schon riechen aufgrund des Sponsors der Veranstaltung. Es wird sicherlich Monika Lewinsky. Okay, diesen Witz haben jetzt nur mehr die Älteren unter Ihnen verstanden.